Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung in der IT-Branche primär. Und heute schauen wir uns mal das Thema MQLs an. Warum? Weil ich in letzter Zeit immer wieder Telefonate hatte mit potenziellen Kunden, für mich selber auch, also mit IT-Unternehmen, mit Vice Presidents, mit Head of Marketing, Head of Sales, Geschäftsinhaber, Geschäftsführer, Managing Directors und so weiter von unterschiedlichen IT-Dienstleistern und Softwareunternehmen, wo es darum ging, um den Unterschied zwischen MQLs und SQLs unter anderem auch und auch, dass letztendlich, ich will mal sagen, von 80-90% der Fälle höre ich auch mal wieder die schlechten Erfahrungen, die gemacht wurden mit Marketingagenturen, Telemarketingagenturen etc. ähnliches, B2B-Telemarketingagenturen, auch spezialisierte, auf IT spezialisierte B2B-Telemarketingagenturen, die letztendlich nur in Anführungsstrichen manchmal schlechtere, manchmal auch sehr gute MQLs, aber eben nur MQLs erzeugen und diese einfach nicht vollends zur Zufriedenheit eben dann in ihrer Qualität abgeliefert werden. Und ich möchte einfach mal versuchen, in relativ kurzer, knapper Zeit, ungefähr 10 Minuten Video maximal, hier ein paar Dinge zu MQLs, also Marketing Qualified Leads, zu sagen, gleich vorwegnehmend, dass eben viele der B2B-Telemarketing-Agenturen da draußen auch gar nicht die Ressourcen haben, sei es jetzt von der Manpower her, als auch im Toolset, was sie also quasi toolbasiert nutzen oder auch grundsätzlich von dem Know-how, was sie haben, wirklich wesentlich mehr als wie Marketing Qualified Leads, also MQLs, wie da an der Tafel stehend, eben abzuliefern. Das ist eben dadurch bedingt, dass die meisten auch spezialisierten, in Anführungsstriche, B2B-Telemarketing-Agenturen eben etwas von der Größe her, sagen wir mal, meistens so 30, 50 oder mehr Leute sind, also Mitarbeiter, und eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten. Das heißt, sie bieten teilweise auch noch Services an, Support, also quasi outgesourcetes Support über Telefon, ähnliches. Manchmal bieten sie das nicht an, aber manchmal machen sie dann sozusagen unterschiedliche Branchen, Variationen von IT-Dienstleistungen, also B2B-Telemarketing in der IT-Branche. Das heißt, sie machen Telemarketing für, sagen wir mal, für High-Level-E-Shop-Softwarehersteller, aber auch gleichzeitig in anderen Teams telefonieren sie für Kfz-Versicherungen oder für, was gibt's da, Handyverträge, B2B-Handyverträge, also Telekommunikation und so weiter. Und Telekommunikation hat wirklich fast gar nichts zu tun mit zum Beispiel High-Level-Projektgeschäft und so weiter und so weiter. Das heißt, wir bei Klein Marketing, wir sind sehr stark spezialisiert und professionalisiert auf einige wenige Themen und können halt dir auch viel weiter in die Tiefe geben und in dem Prozess der Sales-Qualifizierung und deswegen auch was anderes nochmal bieten und liefern als wie nur ein MQL. Viele von den größeren Telemarketing-Agenturen haben gar nicht die Möglichkeit. Aber das vorweggenommen, ich möchte hier mal ein paar Sachen, also fünf ganz, ganz wichtige Punkte erzählen, was es hier zu dem MQL mal grundsätzlich zu verstehen gibt, dass man sich einfach vorweg schon mal eine gewisse Idee hat, bevor man überhaupt zum Telemarketing-Agentur geht und dort irgendwie eine Kampagne bucht und dann irgendwie überrascht ist, was man dann sozusagen als Resultate daraus generiert hat. Also, zunächst mal ist einer der Hauptgründe, warum ja, die MQLs, die man also bekommt bei einer B2B-Telesales-Agentur, mal nicht die Qualität entsprechen, wo man sich vielleicht so vorgestellt hat als Softwarehersteller oder als IT-Dienstleister, ist die Ansprache. Ja? Ich muss schon ein gewisses Tiefenverständnis haben von der Audience, wo ich eben hier Telemarketing oder auch anderesartige Marketingkampagnen starte und launche. Das heißt, ich kann zum Beispiel CIOs von einer gewissen Unternehmensgröße nicht genauso ansprechen wie jetzt CIOs oder CEOs
von irgendwelchen Startups, die in der Regel durchschnittlich um die 20 Jahre jünger sind. Ja? Das heißt, da muss ich, brauche ich eine völlig andere Ansprache, und das muss ich natürlich berücksichtigen. Ich kann ja nicht einfach so pauschal einfach hier einen Telemarketer hinsetzen, weil das eine ist IT, das andere ist auch IT. So funktioniert es leider nicht so gut. Das zweite ist Beziehungsaufbau. Was natürlich super wichtig ist zu verstehen, ist, dass du im B2B-Geschäft grundsätzlich, das ist natürlich was anderes ist, also in der Regel, desto komplexer und desto größer die Produkte und Dienstleistungen werden, die du verkaufst, desto wichtiger ist der Beziehungsaufbau im Zuge der Generierung von MQLs. Es wird nichts funktionieren wirklich da draußen, ohne dass du Beziehungsaufbau mit inkludierst. Das heißt, eine schematische Abarbeitung, wo du letztendlich dann da so eine Legion von 10, 20, 30 Telemarketern sitzen hast oder auch nur 5, die schematisch nach dem Leitfaden einfach ihr den abtelefonieren und irgendwie Bedarfsanalyse machen, das funktioniert halt nur bis zum gewissen Grad. Natürlich, das produziert auch Resultate und Ergebnisse, ja, und zwar die Standard-MQLs, die du dann halt am meisten erhältst, aber wie ich es am Eingang schon gesagt habe, ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder viele Telefonate geführt, wo man sagt, ja, es sind schon ganz nette MQLs dabei, Marketing Qualified Leads, aber es ist halt nicht so wirklich das Richtige. Ne? Man hat da halt zum Beispiel, ja, man hat Interesse, aber es ist noch nicht so weit. Ja, da muss man dann wieder mal anrufen in 6 Monaten, in 3 Monaten und wieder anrufen in 6 Monaten, 3 Monaten, wieder und wieder und wieder und wieder. Das kann ich natürlich auch vorwegnehmen als Agentur, indem ich hier einfach direkt Beziehungsaufbau und Nurturing betreibe und einfach dann den Lead erst dann übergebe, wenn es eben quasi vom Zeitfenster her genau richtig ist oder wirklich interessant dann auch ist, also konkreter Bedarf, sprich ein Sales Qualified Lead eben daraus entsteht oder sogar eine Opportunity daraus entstanden ist. Das kann ich aber nur, wenn ich hier diesen Part des Beziehungsaufbaus natürlich mit in den Prozess mit reinnehme. Ja? Und das kann ich wiederum nur, wenn ich eine gewisse Tiefenkenntnisse habe. Ja, weil Beziehungsaufbau funktioniert nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern Beziehungsaufbau in der IT-Welt funktioniert auch auf fachlicher Ebene. Das heißt, das geht von der LinkedIn-Kontaktanfrage geht das los oder ja, also Leute verknüpfen sich immer nur gerne mit Leuten, wo sie sagen, wir haben Gemeinsamkeiten, wir sind aus einem Boot. Ja. IT-Leute, IT-Leiter verknüpfen sich gern mit IT-Leiter, Sales-Leiter verknüpfen sich gern mit Sales-Leiter und so weiter, weil sie die gleiche Sprache sprechen, weil sie die gleichen, häufig sogar die, ja, weil man auch ein bisschen fachsimpeln kann eigentlich und man, der andere versteht den anderen und es ist einfach unabdingbar, um hier einfach wirklich auch etwas mehr profundierte Ergebnisse im B2B Neukundengewinnungsgeschäft zu produzieren. Das dritte ist Spamfilter. Ich versuche ein bisschen schneller zu werden. Spamfilter ist so unglaublich wichtig. Also wie viele MQL-Kampagnen habe ich gesehen in der Vergangenheit, wo dann letztendlich nur 5 oder 10% der generierten Daten von irgendwie eine Werthaltigkeit dann besitzen. Das heißt, das sind Mitarbeiter drin, Mitbewerber drin, irgendwelche Spam-Attacken, irgendwas reingehauen, ja, das ist meistens, geht meistens online MQLs, ja. Alles Mögliche. Also, die Möglichkeit zum Beispiel, dass man seine Gmail-Adresse, irgendwie in ein Formular anmeldet, wenn man was downloaden will, zum Beispiel ein White Paper, ein Webinar etc., egal was. Ja, das ist so, so wichtig, dass du hier, und das ist so einfach, es gibt da vordefinierte Skripte und Tools, noch und nöcher, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist vielleicht ein anderes Video, dann kannst du mich einfach kontaktieren, dann können wir doch mal drüber sprechen, für eine halbe Stunde gratis, hier unten ist ein Link, wo du dir eine halbe Stunde mit mir buchen kannst. Es gibt so Möglichkeiten, wo du quasi, ich jetzt als User-Interessent, ja, auf deiner Webseite lande und du bietest irgendwie was an, zum Beispiel Data Management Solution Tools, ja, und ich möchte jetzt dein White Paper runterladen und ich gebe jetzt da meine Gmail-Adresse an. Es ist, glaube ich, aktuell ist es nachgewiesen, dass jeder mindestens im Durchschnitt 5 Gmail-Adressen hat, verschiedene, oder Yahoo oder irgendwas. Also, ich habe die eine Gmail nur für den Müll, den anderen Gmail für irgendwie White Paper, noch ein Gmail für das und das und jenes. Das heißt, ich tippe meine Gmail ein, ich lade mir das White Paper runter und alles, was danach folgt, ja, an Marketingkampagnen, so wird nie gelesen, nie geöffnet. Das ist kein Wunder. Ja.
Das heißt, hier nutze hier bitte die richtigen Tools, dass du hier quasi gar keine Möglichkeit bietest, dass sich jemand irgendwas von dir runterlädt, ja, wenn er seine Gmail angibt. Ich brauche keine Gmails im B2B. Ich will die Firmenadresse. Und die kann man nicht so einfach fälschen. Da müsste ich mir erstmal eine Domain registrieren. Und das ist viel, viel aufwendiger, als wie eine Gmail-Adresse zu registrieren. Ich müsste mir erstmal eine Domain, das kostet Geld. Ich müsste mir irgendwo eine Domain kaufen für 10 Euro Minimum, ja, oder 7 oder 8 Euro. Das ist alles viel, viel zu großer Aufwand. Dann sagt er sich, naja, dann lade ich mir das lieber nicht runter. Und gut ist, ja, ich will ja auch gar nicht Leute, die sich das runterladen, sich mit ihrer Gmail-Adresse anmelden. Was soll ich mit der Gmail-Adresse? Ich kann sie ja nicht mal wirklich dann nachverfolgen. Also das ist ja eine private Adresse sozusagen. In der Regel ist es Spam-Adresse. Das heißt, es bringt sowieso nichts, wenn die in meinem Newsletter-Tool drin ist, in meiner E-Mail-Liste von Interessenten oder irgendwas. Die will ich ja eben gerade nicht. Es geht nicht darum, hier möglichst viele Kontaktdaten zu sammeln. Es geht darum, möglichst hochwertig qualitative Kontaktdaten zu sammeln. Es reicht mir vollkommen, wenn ich in der Woche nur fünf Downloads habe von meinem Whitepaper. Wenn alle fünf, ja, tatsächliches Interesse haben und in meiner Target Audience mit drin sind, ja, die ich vorher segmentiert habe, dann reicht mir das. Dann habe ich hier fünf Interessenten, wo ich nichts für tun musste. Ich muss nur einmal ein Whitepaper stellen, das hoch auf die Webseite präsentieren und ich habe fünf Anfragen pro Woche. Das reicht doch. Ja, lieber fünf Anfragen, wo ich eine vernünftige E-Mail-Adresse habe, als wie 100. Ja, und davon sind 95 Kacke. Ja, brauche ich nicht. Und vieles mehr, hier Spam-Filter einbauen, gibt so viele Möglichkeiten. Aber letztendlich muss man halt wissen, okay, welche Tools benutze ich dafür. Können wir uns gerne mal unterhalten. Ist ein sehr wichtiger Punkt, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel gebracht. Es gibt Formulare und so weiter, wo es einfach nicht erlaubt ist, dass du dich mit irgendeiner privaten Gmail, Yahoo oder sonstiges Gmx-Adresse einträgst. Das ist ja sehr wichtig, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob du einfach weniger Spam hast letztendlich. Ja? Oder vielleicht hast du insgesamt so wenig Besucher und Downloads, dann brauchst du es vielleicht nicht, ja? Aber dann hast du vielleicht ein Traffic-Problem, also dass einfach grundsätzlich deine Sichtbarkeit nicht genug ist. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Okay, hier viertens, Engagement. Es ist einfach super wichtig, dass du auch im Prozess der Generierung von MQLs hier Engagement, also vernünftiges Engagement erhöht automatisch die Qualität. Und darum ging es ja in dem Video, Qualität deiner MQLs. Ja? Da gibt es zum Beispiel Quizzes, Fragen. Ja, du kannst einfach 3, 4, 5 Fragen vorweg stellen, bevor sich überhaupt einer eintragen kann und so weiter. Ja, wie groß ist dein Unternehmen und das und dies und jenes? Ja, es gibt zum Beispiel hier mal ganz kurz ein Tool, Jodforms, glaube ich, heißt das. Ah, ich mache es hier unten unter die. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht auswendig, wie die Dinger heißen. Ich habe die ganze Zeit meinen Kopf voll mit so vielen Sachen. Jodforms, da gibt es noch irgendein anderes, das ist noch ein bisschen besser. Einfach das Ding mal anschauen, ja, hier unten mache ich die Links rein, hoffentlich finde ich die und dann, das sind so Tools, die kosten ein paar Euro im Monat, ja, 20, 40, 50 Euro oder irgendwas, sowas und dann kannst du hier einfach super mitarbeiten. Wenn du dafür Hilfe brauchst, das Ganze zu integrieren und so weiter, einfach wie gesagt mich kontaktieren, hier unten ist der Link. Segmentierung, Targeting. Ah ja, das hätte ich einfach hier oben, okay, alles klar, das hätte ich eigentlich hier oben reinmachen können, ist egal von der Reihenfolge her, aber es geht nochmal, im B2B-Geschäft geht es nicht um Masse, es geht um Klasse. Ja, und ich hasse es schon immer so, wenn ich selber mit einem potenziellen Kunden für mich im Gespräch bin, das heißt, na, wie viel Leads können Sie, wie viel Geld können Sie mir liefern? Ja, ich habe 10.000 Euro Budget, wie viele Leads kannst du mir liefern? Ja, sag ich mal, es geht nie darum, um wie viele Leads, es geht nie um Leads. Oh, okay, ich muss los. Alles klar, also bis zum nächsten Mal. Time is up, bis dahin, tschüss.